Wenn du schon mal so einen Profiläufer zugeschaut hast, vielleicht beim Marathon zugeschaut, wie die erste Gruppe da vorne wegläuft oder einem Eliud Kipchoge bei seinem 2-Stunden-Rekordversuch zugeschaut hast, das schaut so locker aus, so flüssig und als würde es überhaupt keine Energie brauchen, damit knapp 20 km/h durch die Gegend zu laufen. Woran liegt es? Einfach an einem sehr effizienten, einem sehr guten Laufstil, der über Jahre hinweg trainiert wurde und natürlich über tausende Kilometer verfeinert. Was genau so einen Laufstil auszeichnet, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Angefangen bei den Füßen bis hoch zum Kopf. Wir fangen an mit einem Blick auf unsere Füße. Wie schaut denn so ein richtiges Abrollverhalten, die richtige Technik aus? Soll man eher über die Ferse laufen, eher über den Vorfuß? Da hört man ja ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, am einfachsten tut man sich, wenn man mal die Schuhe auszieht und sich anschaut, wie so ein Fuß gebaut ist. Und man sieht, auch wenn ich barfuß gehe oder laufe, dann gibt es eine schöne gepolsterte Ferse. Es gibt einen Außenriss, der auch am Boden entlang geht. Und dann eigentlich die Reihe vom kleinen Zeh zum großen Zeh. Und diese schräge Linie, so von der Ferse bis zum Großzehenballen, das ist auch das, das natürliche Abrollverhalten, das man dann auch, wenn man Schuhe anhat, eigentlich ungefähr so umsetzen soll. Zur Frage, eher über die Ferse abrollen oder über den Vorfuß kommen, das ergibt sich auch sehr aus dem jeweiligen Lauftempo. Auch ich, wenn ich langsam laufe beim Aufwärmen oder beim Cooldown zum Beispiel, laufe gerne über die Ferse. Bei den schnelleren Einheiten habe ich automatisch mehr Vorlage, auch mehr Körperspannung. Da tue ich mir dann viel leichter, über einen Vorfuß, über den Ballen zu laufen. Ja, das nächste Gelenk, das wir uns anschauen, ist das Knie. Da ist die Frage, wie hoch sollen denn die Knie kommen beim Laufen und wie sehr soll das Knie abwinkeln, also wie hoch soll die Ferse kommen beim Laufschritt. Auch da ist es wieder stark tempoabhängig. Es bringt nichts, wenn man eher gemächlich, wenn man langsam unterwegs ist, so einen starken Kniehub zu haben. Das ist nur vergeudete Energie und extrem anstrengend. Aber sobald das Tempo ein bisschen schneller wird, dann sollte man schon schauen, dass auch die Knie schon in die Höhe kommen und vor allem die Ferse näher zum Gesäß geht. Denn das Ganze ist ein Pendel. Man kann sich das vorstellen wie ein großes Uhrpendel. Auch da, wenn das langsam schwingt, ein großes Pendel schwingt sehr langsam. Man kann den Fuß quasi fast gestreckt lassen, wenn man gemächlich unterwegs ist. Je schneller das Tempo, umso kürzer und enger wird das Pendel. Das heißt, umso näher kommt die Ferse zum Gesäß. Schaut euch mal einen Sprinter an. Der hat die Ferse ganz oben und zieht das Bein ganz eng unter dem Körper durch, bringt das Knie auch ungefähr in eine waagerechte Position, weil er einfach so den Fuß viel schneller nach vorne bringen kann. Aber das brauchen wir beim normalen Dauerlauf gar nicht, sondern da kann man, reicht ein leichter Kniehub und ein ganz leichtes Anfersen. Nächstes Gelenk auf unserer Reise durch den Läuferkörper, die Hüfte. Da die Frage, wie soll die Hüfte ungefähr positioniert sein im Laufen? Eher nach vorne gekippt, eher nach hinten gekippt. Was man oft sieht bei Laufanfängern oder auch schon erfahrenen Läufern, ist ein Hohlkreuz. Und das ist ein quasi nach hinten Kippen der Hüfte. Das sollte eher nicht passieren. Lieber schauen, die Hüfte ein bisschen anzustellen. Dann tut man sich auch leichter, die Knie raufzubringen. Und es sorgt einfach für einen schöneren und auch für einen größeren Laufschritt. Zum Rumpf, zu den Bauchmuskeln, dem Sixpack hoffentlich oder zur Rückenmuskulatur. Was lässt sich dazu sagen? Man denkt sich ja oft, Laufen, das tue ich mit den Beinen. Da ist ja egal, was hier oben passiert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Gerade beim Laufen brauche ich extrem gute Rumpfstabilität, weil was sonst passiert, wenn ich im Rumpf zu locker bin, ist eine Vorwärtsbewegung oder eine Bewegung in den Beinen.
aber ich schaffe es dann nicht, diese Energie von da unten auf den Gesamtkörper zu übertragen. Und je stabiler dieses System, vor allem im Rumpf ist, umso bessere Kraftübertragung nach vorne habe ich. Das ist umso wichtiger, je schneller ich laufe natürlich. Die ganzen Bodyweight, die ganzen Rumpfkräftigungsübungen sind deswegen auch für Läufer extrem relevant. Durch Sit-Ups, Crunches, Supermans etc. oder auch einen Plank schaffe ich es einfach, eine stabile Körpermitte zu entwickeln und eine extrem effektive Kraftübertragung von den Beinen auf den Gesamtkörper zu erreichen. Das führt übrigens auch dazu, dass ich viel später müde werde. Das nächste Mal, wenn ihr draußen unterwegs seid, macht euch mal den Spaß und beobachtet andere Läufer. Was sich da im Oberkörper abspielt, ist nämlich oft sehr sehenswert. Da sieht man von extremen Hin- und Herwandern der Schulter über eine Vorlage, eine Rücklage, da ist alles zu sehen. Wichtig, eigentlich den Oberkörper in eine Laufrichtung schauen zu lassen, also gerade, und die Bewegung eher in den Armen stattfinden zu lassen. Dazu wichtig, einfach ein lockeres Schultergelenk, sodass die Arme frei nach vorn und hinten schwingen können und sich auch wenig von dieser Rotationsbewegung auf den Oberkörper überträgt. Ja, wie soll man jetzt die Arme mitnehmen beim Laufen? Mein Tipp, möglichst locker, vor allem in den Schultern. Auch hier soll es ein lockeres Pendel sein. Wir brauchen da keine Anspannung, wir brauchen da nicht die Muskeln anspannen, weil das alles kostet Energie, das kostet Kraft und wir werden schnell müde, sondern ein möglichst lockerer Armschwung, das ist das, was uns im Laufen hilft. Mein Tipp wäre, den Arm relativ eng zu nehmen, also auch ein Handgelenk eher nah an der Schulter zu lassen und dann habe ich hier so ein kleines, kurzes Pendel. Das ist genau das Richtige für einen langsamen Dauerlauf, für alle Ausdauerstrecken bis hin zum Marathon. Am anderen Ende des Spektrums, die Sprinter, oder je schneller der Lauf wird, umso weiter kann man dieses Pendel aufmachen. Schaut euch mal einen Start von einem Sprinter an, da geht der Arm so nach hinten, einfach weil er diesen Gegenschub zu den Beinen braucht. Die sind dann auch dementsprechend muskulös obenrum gebaut. Manchmal werde ich noch gefragt, ja, und was mache ich mit dem Handgelenk? Soll ich das jetzt so anstellen wie ein Sprinter oder eine Faust machen? Daumen außen, Daumen innen. Ganz ehrlich, mach das, wie du dich am wohlsten fühlst. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der Kopf. Da kann man gar nicht so viel dazu sagen. Klar, sollte man den nicht übermäßig nach vorn oder hinten bewegen oder zur Seite wackeln. Aber meistens ist zu viel Bewegung im Kopf eigentlich nur ein Indiz, dass irgendwo zu viel Bewegung im Körper ist und das überträgt sich dann nach oben. Auch wenn man sich die guten Läufer anschaut, die haben ganz wenig Vertikalbewegung. Das spielt sich in einem Bereich von wenigen Zentimetern ab. Also auf das kann man mal achten beim Lauf, eher in einer Ebene bleiben. Das waren natürlich jetzt extrem viele Techniktipps auf einmal. Das ist unmöglich, die alle umzusetzen. Nimm dir einfach hin und wieder einen Teil davon raus und konzentriere dich beim Laufen darauf.